Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir im Call of Duty Black Ops 3 Zombie-Modus. Und diesmal spielen wir Custom Zombies, wir spielen auf einer Custom App. Und wie ihr seht und vielleicht erkennt, wenn ihr auch so Doom-Fanboys seid wie ich, das ist die Map E1M1 von Ultimate Doom, von Doom 1, wie auch immer. Wie gesagt, ich bin ein riesen Doom-Fanboy und finde es mega nice, dass es hier so eine, ja, so eine Doom-Map halt im COD Zombie-Modus gibt, so eine Custom Zombies gemodte Map halt. Falls ihr darauf aufspielen wollt, ihr könnt die Map im Steam Workshop finden, ihr müsst einfach nur suchen nach E1M1, E1M1. Dann solltet ihr die im Steam Workshop für Black Ops 3 finden. Die Map scheint ein Bible-Ending zu haben, das habe ich auf der Workshop-Seite gelesen. Und logischerweise werden wir dann versuchen, das zu erreichen und halt uns das Ende zu erkaufen. Und das hier ist übrigens der zweite Aufnahmeversuch der Map. Beim ersten Versuch stellt sich heraus, dass diese Türen hier, das zeige ich jetzt mal kurz, diese Türen hier sind irgendwie leicht buggy. Also, wenn man die aufgekauft hat, gehen die automatisch auf und zu, was ziemlich cool ist, aber irgendwie war die Tür verbuggt und da waren Zombies neben der Tür. Ja, und die Tür hat sich dazu entschieden, whatever, dass sie nicht mehr auf und zu gehen will und einfach zugeblieben ist und die Zombies kamen nicht zu mir und ja, keine Ahnung. Ich zeige euch mal kurz, hier oben ist Quick Revive, das habe ich vorhin in der vorherigen Aufnahme, die ihr nicht sehen werdet, schon herausgefunden. Und ja, wie gesagt, die Aufnahme ist, ich sag mal, etwas misslungen, weil das Spiel sich dazu entschieden hat und entschlossen hat, diese Tür nicht mehr aufzumachen. Ich kann euch auch schon mal zeigen, dass hier draußen ist immer noch so ein Secret im Original Doom, hier ist Pack-a-Punch, im Original Doom ist dann eine Mega-Armor, glaube ich. Hier die Wand hier geht normalerweise auf, wenn man da hinten, da ist ein Schalter an dem Ding. Wenn man den im Original Doom drückt, dann geht da die Wand auf und man kommt da raus. Das ist hier aber nicht so. Ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Bis jetzt habe ich von der Map übrigens noch nicht sehr viel gesehen. Also wie gesagt, ich bin bis zum zweiten Raum gekommen und dann auf die Tür rumgebackt. Aber naja, probieren wir es nochmal und hoffen mal, dass die Tür diesmal nicht rumbackt. Und ja, falls ihr mehr Videos von mir sehen wollt, ich lade jeden Tag Videos auf meinem Kanal hoch. Aktuell Let's Play ich Minecraft, Cube World und halt Zombie-Modus-Videos. Falls ihr also mehr, ich sag mal, mehr Zombie-Modus-Videos, mehr von mir generell in Form von Minecraft-Let's Plays oder Cube-World-Let's Plays sehen wollt, dann lasst liebend gerne ein Abo da und natürlich nicht vergessen, die Benachrichtigung zu aktivieren und auf die Glocke zu klicken, denn sonst bringt das Abo nicht sehr viel, weil YouTube der Meinung ist, dass ihr keine Benachrichtigung wollt, obwohl ihr auf den Abonnieren-Knopf gedrückt habt. Ja. Anyways, ich finde übrigens die runden End-Sounds, also den Sound, den ihr auch jetzt gerade hört, ziemlich nice. Das sind alles so Snippets aus dem originalen Doom-Soundtrack, weshalb ich das sehr nice finde. Leider dudelt die Musik nicht die ganze Zeit im Hintergrund, das fände ich irgendwie noch nicer, wenn das einfach als Musik im Hintergrund dudeln würde, anstatt hier so als runden End-Sounds einfach nur abgespielt zu werden. Vor allem ist die Musik meines Wissens auch nicht copyright-technisch geschützt oder so, also damit hätte auch kein YouTuber in irgendeiner Form ein Problem. Das müsste man nicht irgendwie zensieren oder rausschneiden oder so. In der Regel sind Game-Soundtracks sowieso nicht copyright-technisch geschützt übrigens, also die meisten zumindest, für die es noch nicht wussten, also als Fun-Fact. Die sind meistens relativ safe, um sie in Videos zu nutzen. Und ich werde die Töter jetzt noch nicht aufkaufen da, weil die kosten zwar nur in Anführungszeichen 2000 Punkte. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht hier wieder Gefahr laufen, dass die Tür rumbackt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal noch ein bisschen warten. Dann gucken wir gleich mal. Dass wir dann vielleicht auch direkt schon die nächste Tür aufkaufen können. Die kostet nämlich, wenn ich mich recht erinnere, auch 2000 Punkte. Das heißt, wir kaufen direkt mal mehrere Türen gleich auf. Jetzt fahren wir uns schnell noch die Punkte zusammen, dann kaufen wir die Türen direkt mal alle auf, einfach, denke ich mal. Ich dich jetzt. Ja, kann ich jetzt messern? Kann ich davon schon einen messern? Komm, noch ein Knife Kill, der bringt viele Punkte. Ah, sehr schön, Insta-Kill, perfekt. Zack. Zack, jetzt haben wir 5000 Punkte, jetzt können wir direkt zwei Türen aufkaufen. Nämlich die hier. Jetzt sind wir schon im zweiten Raum, der sieht uns sehr nice aus. Die Map hier benutzt HD-Texturen in die originale Doom Map in Doom 1. Das Spiel ist von 92, 93, 94, irgendwie sowas um den Dreh. Hat logischerweise nicht so hochauflösende Texturen wie das hier. Aber das passt, finde ich, zu einer Zombie-Modus-Map auch einfach irgendwie. Ach, hier kriegen wir keine Punkte. Schade. Muss da hinlegen. Ich finde, das passt auch einfach besser zu einer Black Ops 3 Zombie-Modus-Map als die original Low-Res-Texturen, sag ich jetzt mal. Das ist das, was ich meine mit der Tür. Vielleicht darf ich den nicht in der Nähe der Tür töten, weil sonst die Tür verbuggt ist. Vielleicht ist es deswegen, ich weiß es nicht. Ich habe das letzte Mal einen Zombie in der Nähe der Tür getötet. Das könnte sein. Deswegen mache ich das einfach mal nicht. So, wir machen schon mal die nächste Tür auf. Das sieht auch sehr nice aus hier, die Area, muss ich sagen. Ich muss sagen, die Map ist sehr nice gemacht. Die sieht ziemlich nice aus. Hier gibt es in dem Raum nochmal auch noch Secrets. Hier kommt man.
Ah, so kommt man hier in das Outside-Secret rein, ich verstehe. Also hier in diese Outside-Area, da wo Pack-a-Punch ist. Normalerweise kommt man hier raus aus dem Secret im Original Doom. Anscheinend ist das hier aber der Eingang. I guess. Warum hier da Treppenstufen sind, weiß ich nicht. Da oben ist auch ein Ausgang von dem Secret normalerweise. Kann ich euch schon mal verraten. In der Original-Map, aber da sind keine Treppenstufen normalerweise. Den Messer mit einfach mal weg. Und da haben wir eine Death Machine. Nimmt man auf dem Boden hier Damage? Ja, man nimmt auf dem Boden hier Damage, okay. Also wie im Original Doom, und dann nimmt man auch auf diesem Slime, keine Ahnung, Radiation Boden, dann nimmt man da auch Damage im Original Doom. So, da ist der letzte Zombie, Fragezeichen. Die letzten zwei oder drei Zombies vielleicht sogar. Dann holen wir uns erstmal Juggernaut, würde ich behaupten. Oh nein, die Tür ist gerade zugegangen. Oh Gott sei Dank, sie ist nochmal aufgegangen. Okay, ich lasse den Zombie jetzt schön weit von der Tür weggehen. Also ich werde vorsichtig sein mit den Türen einfach, und werde die Zombies dann nicht versuchen, mich daran zu erinnern, dass ich sie nicht in der Nähe töten darf oder versucht zu töten, einfach nur weil, ja, wie gesagt, ich habe keine Lust, dass die Tür wieder rumbackt und deswegen den Attempt hier abbrechen muss, sag ich mal. So, erstmal mit dem Juggernaut, aber man bekommt tatsächlich keine Punkte, wenn man sich hier davor die Automaten legt, wie auf anderen Maps. Vielleicht hat der Map-Autor das irgendwie vergessen einzufügen, keine Ahnung. Werden wir jetzt mal die Box hitten, Box spinnen, denke ich mal, als nächstes. Erstmal usen wir alles an Ammo ab, was wir hier noch haben auf der Waffe. Einfach nur, wenn wir die gleich eintraden werden von anderer. Oh, Insta-Kill, mega nice. Zack, weg mit dir. Eine Kugel noch ins Magazin laden. Aber ich messe sie einfach alles weg. Na, den schieße ich weg, weil er im Weg ist. So, hier sind ganz schön viele Zombies gerade. Vielleicht versuchen wir gleich einen Zombie zu halten. Und dann am Ende der Runde einfach die Boxen spinnen. Das klingt mir smarter. Dann haben wir noch. Ich hoffe, wir haben noch mehr. Da ist jede Menge noch. Den noch messern. Ah, oh, eine Death Machine, sehr nice. Sind noch mehr als nur die zwei, oder? Ja, da ist noch einer und da ist noch einer. Und der hat gerade angefangen zu rennen, glaube ich. Also das dürfte der letzte sein. Sehr gut. In Plain Sight haben wir auch schon. Ich habe da vorhin gerade gar nicht so richtig drauf geachtet, als das Gobblegum-Ding aktiviert hat. Aber ja, in Plain Sight haben wir gekriegt. Sehr nice. Ja, die Weevils. Das ist nicht die Waffe, meine Waffe der Wahl. Das bin ich nochmal. Während uns der liebe Freund hier hinterherläuft. Ist das ein ICA? Ja, die ICA nehmen wir. Die ist in der Regel ganz, ganz passabel fürs Erste. Vielleicht packen wir die gleich auch einfach mal. Ich weiß auch nicht, ob es Wunderwaffen auf dem überhaupt gibt. Hier, also so die Thundergun oder sowas zum Beispiel. Jetzt, wo wir kurz hier eine Sekunde Downtime haben, gucken wir mal, was die Treppe hier, was das bedeutet. Das hier aufkaufen, weil das hier oben, man sieht es den farblichen Unterschied schon. Also farblich andere Wände haben im Original Doom meistens war meistens ein Indikator dafür, dass da ein Secret ist. Sieht man da auch immer noch. Da kommt man dann nochmal aus dem Secret raus im originalen Doom, aber hierbei kann man das auf jeden Fall nicht aufkaufen. Ich schätze also mal, man muss das irgendwie anders öffnen. Normalerweise, wenn man über eine bestimmte Linie geht hier im Level, dann öffnet sich das hier im Original Doom. Ich weiß nicht, ob man das hier aufkaufen kann. Vielleicht auch irgendwo anders, vielleicht muss man auch irgendwas aktivieren, um das zu öffnen, ich weiß nicht. Vielleicht probieren wir als nächstes einfach erstmal Pack-a-Punch aufzumachen. Und guck mal von da aus, wie es weitergeht, weil Pack-a-Punch ist logischerweise useful, so oder so. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen die RK5 benutzen, bis wir dafür keine Munition mehr haben. Dann werden wir die auch traden gegen eine Waffe aus der Box, einfach irgendeine. Mal gucken, vielleicht ist da irgendwas Nice noch drin. Wie gesagt, eine Wunderwaffe, weiß ich nicht, vielleicht ist da eine. Vielleicht gibt es da auch eine in der Box. Vielleicht können wir uns so eine ergattern, so eine kriegen. Wunderwaffe, wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Dann haben wir noch zwei Zombies. Der da ist down. Da sind noch jede Menge Zombies. Leider haben wir schon keine RK5 immer mehr, aber jetzt. Es könnte der letzte sein oder der vorletzte oder sowas, keine Ahnung. Also fängt der letzte meistens an, einfach zu rennen. Ja, easy. Da haben wir auch schon eine Wunderwaffe. Sehr gut. Dann würde ich fast schon sagen, haben wir natürlich schon unser Setup gefunden für die Map. Eine Wunderwaffe und eine ICR. Ist auf jeden Fall ein nice Setup, finde ich. Vor allem, wenn wir die ICR dann noch gepackt haben mit irgendwie, keine Ahnung, Deadwire oder sowas. Dass wir dann noch so eine Pocket, zweite Wunderwaffe haben, mehr oder weniger. Klingt auf jeden Fall nice. Da haben wir, glaube ich, eine Vespa oder sowas als Wall Weapon. Vielleicht gibt es die ICA auch irgendwo hier als Wall Weapon. Vielleicht sollten wir als Secondary, wo ich gerade so am drüber nachdenken sind, vielleicht sollten wir gucken, dass wir uns den Wall Weapon packen, damit wir einfach Ammo nachkaufen können. Einfach nur als unsere Backup-Waffe. 3000 war das, glaube ich. Hier, wie viel ist die Tür hier? Da gibt es normalerweise den Exit. Auch 3000. Also da in die Richtung geht es zum Exit der Map, vermutlich. Da ist in der Original-Map zumindest der Exit. Ich werde es erstmal weiter in die ICA benutzen, weil
Ja, wir sparen uns einfach die Wunderwaffen Ammo, I guess. Noch ist es nicht wirklich nötig, zumindest noch ist die ICR ziemlich strong. Wenn ich dafür dann gleich keine Ammo mehr habe, kann ich immer noch switchen. So, gehen wir mal gucken, was hier Schönes gibt. Ah, a secret is revealed. Ja, das ist auch genau das, was im Original immer angezeigt wird, wenn man ein Secret findet. So, gehen wir mal gucken, was es hier Schönes gibt. Ich habe auch gelesen, dass es irgendwie einen Secret Song gibt, der abgespielt wird, wenn man alle Secrets auf der Map findet. Da ich alle Secrets aus der allerersten Map Doom geschaut einfach auswendig kenne, weil ich mega Doom-Fanboy bin, werden wir es wahrscheinlich auch schaffen. Ich weiß nicht, ob ich den Part dann einfach irgendwie muten muss oder irgendwie dann in der Einstellung kurz Musik ausschalten muss oder sowas. Es kann gut sein, dass wir das machen müssen, weil es wahrscheinlich ein copyright-technisch geschütztes Lied ist. Hier ist eine mega Training Area übrigens. Das sieht mir noch eine super Training Area aus. So, jetzt schießen wir mit der Wunderwaffe, wo wir eben Max Ammo haben. So, zack. Ich glaube, hier spawnen nämlich keine Zombies und es ist eine relativ große Area. Das sieht mir nach einer sehr guten Area zum Trainen aus hier draußen. Hier werden wir wahrscheinlich gleich, hier werden wir wahrscheinlich gleich unsere Punkte zusammenfarmen, denke ich mal. Für das Bible Ending. Ich frage mich, wie viel das kostet, was werden wir wahrscheinlich bald rausfinden. Was haben wir hier? Stamina-Up ist das oder? Ja, das ist Stamina-Up. Mule Kick war da unten. Ich weiß auch nicht, ob es hier ein Perk Limit gibt oder sowas. Werden wir gleich auch rausfinden. Ich würde sagen, wir holen uns gleich noch Double Tap wahrscheinlich und hoffentlich gibt es irgendwo Speed Cola. Ich denke mal, das wird dann irgendwo in Richtung Exit Raum da hinten sein. Da werden wir uns dann Speed Cola holen, falls das auf der Map gibt. Das möchte ich nämlich auch gerne haben. Die Wunderwaffe hat einen ziemlich langsamen Reload, muss ich sagen. Es wäre praktisch, das Speed Cola zu haben. Ah, doch, hier spawnen auch Zombies. Gucken wir mal, wo die Spawnpunkte so sind. Also, da ist einer, da hinten ist einer. Das ist trotzdem eine riesen Area, also, Train sollte hier echt nicht schwer sein. Sage ich jetzt und dann. Werde ich später trotzdem wieder komplett verkacken, so wie ich mich kenne, aber es sollte machbar sein, jetzt zu trainen. Oh doch, jetzt sind doch eine ganz gute Menge Spawnpunkte, sehe ich gerade. Ja, mal sehen. Wie gesagt, wenn ihr diese Map auch spielen wollt, müsst ihr halt aufpassen bei den Türen, dass ihr keine Zombies in der Nähe der Türen tötet, weil ich glaube, die Türen sind ein bisschen buggy. Aber ansonsten ist es ja auf jeden Fall eine echt nice Map, muss ich sagen. 3000 Punkte, also wir könnten uns jetzt schon die nächste Tür hier aufkaufen, aber das werden wir am Ende der Runde erstmal, denke ich mal. Danach sollte ich vielleicht erstmal nachdenken darüber, ob ich vielleicht versuche, die Waffen zu packen, die ich gerade habe. Die Wunderwaffe vielleicht noch nicht, aber die ICR könnte man auf jeden Fall schon mal packen. Die Wunderwaffe müssen wir auf jeden Fall noch nicht packen. Ich meine, die macht eh Infinite Damage, aber wenn man so packt, kriegt sie halt neue Ammo. Also deswegen sollten wir uns den Pack vielleicht einfach erstmal aufbewahren für eine spätere Runde, wenn wir tight on Ammo sind und keine Max Ammo gedroppt kriegen. Ich denke, das ist der smartere Move. Carpenter nehme ich gerne. Es sieht so aus, als würde die Runde ihrem Ende zugehen. Oder auf ihr Ende zugehen. Mit Sicherheit keine Gegner mehr. Das hier scheint auch eine Tür zu sein. Die so auf und zu geht, da muss ich so auch vorsichtig sein. Das sind alles solche Türen, ja, das ist ein bisschen dangerous. Ich glaube, da ist Speed Cola gerade gewesen. Ja, das holen wir uns auch direkt. Da ist ein Bowie Knife, können wir uns ja auch holen. Ah, da war mein Speed Cola, kostet 3000, okay. Das hier ist der Exit. Ich denke mal, hier ist auch da, hinter der Tür wird auch das Bible Ending sein, vermute ich mal. Gehen wir mal hier rüber, damit der Zombie hier die Tür nicht verbuggt. Ah, und dadurch, dass wir die Tür aufgekauft haben, ist das Secret jetzt auch aufgegangen. Sehr schön. Deadshot Daiquiri haben wir hier. Und hier haben wir das andere Secret, nehme ich mal an. Oh, das Musik-Secret ist allem Anschein nach tatsächlich einfach Doom-Musik. Und anscheinend kommt man da nicht richtig hoch, weil es verbuggt ist. Die muss ich also auch nicht rausschneiden, das ist einfach Doom-Musik. Das ist nice. Kommt man hier irgendwie hoch? Normalerweise kommt man hier hoch. Jawohl, man kommt hier hoch. Nice. Ja, jetzt dudelt jetzt tatsächlich einfach Doom-Musik mit dem Hund, das ist natürlich nice. Das ist ein nice Secret. Ja, gut, ja. Und ah, dafür ist die Treppe noch, wenn die nicht an Fallschaden stirbt, denke ich mal. Ja, die Map gefällt mir sehr, das ist ein nice, das ist eine echt nice Map. Props an den Typen, der die Map hier erstellt hat. Das ist eine nice Map. Ich glaube nicht, ob die Musik gleich wieder aufhört. Oder ob die jetzt die ganze Zeit überdudelt. Ja, die Map gefällt mir sehr. Als Doom-Fan muss ich sagen, das ist eine echt nice Map. So, ich glaube, als nächstes sparen wir erstmal auf Speed Cola. Dann gucken wir mal. Oh, die Zombies spawnen jetzt viel schneller, habe ich das Gefühl. Es sind viel mehr Zombies jetzt schon in der Area. Aber hier kann man echt nice trainen. Ja, doch, das ist ein nice Training Area. Jetzt gehen wir wieder hier rüber. Hier spawnt auch irgendwo manchmal einer. Mit der Wunderwaffe hier reinholzen. Zack. Hier sind wir dead. Ah, ich enjoy die Musik gerade richtig hart. Das ist echt, echt nice.
Ich muss auch sagen, dass die Doom-Spiele alle echt nice sind. Also sowohl die alten Doom-Spiele, die ersten, die halt so meine Favoriten sind, logischerweise, als auch die neuen Doom-Teile haben halt alle einen absolut nice Soundtrack. Falls ihr es noch nicht wusstet. Also vor allem, falls ihr auch Metal, Rock, Punk oder whatever sowas mögt. Es ist halt, ich meine, es ist 8-Bit, 16-Bit, whatever Gedudel, aber es ist effektiv 8-Bit-Punk, 8-Bit-Metal, 8-Bit-whatever-Musik. Ja, also falls ihr wie ich sowas in Sachen Musik sowas mögt, wird euch dieser Soundtrack, werden euch die Soundtracks im Spiel sehr gut gefallen. Falls euch das, was jetzt gerade im Hintergrund läuft, gut gefällt, wird euch wahrscheinlich auch der Rest dazu gefallen. Und wir konnten leider keinen Zombie halten, das heißt, die Runde ist gerade einfach zu Ende gegangen. Das ist nicht gut. Vor allem haben wir kaum noch ICR-Munition. Wir müssen mal gucken, dass wir eine andere Waffe holen. Wallweapon oder sowas, aber erstmal ein bisschen Speedcola. Ist das Bowie Knife? Das sind Nades. Ich fürchte fast, dass die ICR hier auf der Map keine Wallweapon ist. Ja, das ist nicht so gut. Jetzt haben wir nur noch die Wunderwaffe. Hier gucken wir uns mal an, was hier sonst so gibt. Was hat denn für komische Partikeleffekte gerade gehabt? Jetzt sieht das so komisch aus. Wie so ein Nebelzeug von dem runtergegangen. Da ist nur die Shiva. Jetzt spielen wir die Box einfach mal. Hier kann man auch trainen. Wow. Effektiv kann man ja eigentlich fast überall trainen, weil es ja alles relativ offen ist. Ich nehme die Waffe einfach, ist ein Dredge, okay. Ich nehme die Waffe einfach nur, weil ich Munition brauche. Wir kaufen uns gleich mal den letzten Robots nächstes auch auf, würde ich sagen. Und danach denken wir langsam nach über Pack-a-Punch. Allerdings werden wir nicht die Waffe hier Pack-a-Punch, sondern irgendeine Wallweapon, wie gesagt. Ich denke mal, draußen auf dem Courtyard die Waffe. Apollo hat eben geschossen. So, die Wunderwaffe ein bisschen. Da ist eh ein Max Ammo gedroppt. So. Oh, ich muss aufpassen bei den Türen, das war gerade wieder viel zu close an der Tür. In dem Court hier draußen war auf jeden Fall, glaube ich, eine Vespa, die werden wir uns gleich einfach mal holen. Die werden wir dann Pack-a-Punchen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt die beste Waffe, Pack-a-Punch, um ganz ehrlich zu sein. Aber letztendlich ist ja eh egal, was es für eine Waffe ist, ob man die Waffe gerepackt hat. Da geht es dann im Endeffekt ja eh nur noch um. So, Carpenter, da geht es ja letztendlich dann eh nur noch darum, dass, oder hauptsächlich darum, zumindest auf höheren Runden, dass die gerepackte Ability getriggert wird, oder die Repack Ability getriggert wird, whatever, um Zombies zu töten. Machen wir die Tür hier auf. Und das Bible Ending kostet 30.000 Punkte. Ist auf jeden Fall erreichbar. Ich möchte aber trotzdem noch eine Waffe repacken. Also die Vespa werden wir uns noch holen, repacken, das werden wir noch machen. Und ich glaube, die Wunderwaffe müssen wir natürlich gar nicht packen, eventuell. Mit 30.000 Punkte, ich weiß nicht, wie weit wir da spielen müssen, um die zu erreichen. Aber mal sehen. Das habe ich tatsächlich in meinen COD-Videos noch gar nicht erwähnt, in den Zombie-Modus-Videos. Aber in meinem Minecraft-Display habe ich das schon mal erwähnt. So off-topic-mäßig. Da habe ich das schon mal erwähnt. Aber in meinen COD-Videos noch nicht, deswegen werde ich das jetzt einfach mal erwähnen. Das ist, glaube ich, meine bisher. Das ist ein Vespa, oder? Ja. Meine bisher höchste Runde, die ich bis jetzt im Zombie-Modus erreicht habe, ist übrigens Runde 47, die habe ich vor kurzem erreicht. Ich hätte wahrscheinlich auch locker noch bis Runde 50 oder vielleicht sogar bis Runde 100, keine Ahnung. Hätte ich locker wahrscheinlich auch noch weiterspielen können. Allerdings hatte ich einfach keinen Bock mehr und habe beschlossen, ich spiele bis Runde 45, Runde 46 war eine Runde. Ich habe King der Toten gespielt. Die Runde war so quasi gratis, deswegen habe ich dann die Runde auch noch zu Ende gespielt, weil, I mean, why not? Runde 47 ist halt meine bis jetzt höchst erreichte Runde. Ich hätte, wie gesagt, wahrscheinlich noch weiterspielen können, aber die Runde, oder bis ich das erreicht habe, das hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, 2 Stunden oder so gedauert. Ich habe es halt relativ. Das war eine relativ chillige Runde. Ich hab da jetzt nicht hingerusht oder so, deswegen hat es 2 Stunden gedauert. Man kommt aber schon auch viel schneller hin. Vor allem habe ich auf der Stage getrained, was meines Wissens nicht der ideale Training-Spot ist. Es gibt einen schnelleren Training-Spot in der Alley auf Kingdom der Toten. Aber ja, das war bis jetzt höchst erreichte Runde. Hat mir Spaß gemacht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare posten, was die bis jetzt von euch höchst erreichte Runde ist. Die meisten Leute von euch haben wahrscheinlich schon viel höhere Runden erreicht als ich. So Runde 100 oder so, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, jeder, der halbwegs committed ist und den Zombie-Modus so häufiger spielt, sag ich mal, schon irgendwie bis Runde 100 kommen oder so. Ich hab's bis jetzt noch nicht geschafft. Ich könnte es wahrscheinlich schaffen, aber es dauert irgendwie. Es dauert Ewigkeiten, dauert es irgendwie 5 Stunden oder so, bis man bis dahin kommt oder so. Ja, bis jetzt habe ich irgendwie mir so gedacht, so ja, mach's mal nicht. Dauert Ewigkeiten, könntest du bessere Sachen in der Zeit machen. Aber vielleicht irgendwann mal, vielleicht streame ich dann über so einen Temp oder so. Allerdings aktuell könnte ich sowas gar nicht streamen, weil, ja, mein Internet ist nicht schlecht, aber mein Internet ist sehr inkonsistent und manchmal droppt es einfach auf irgendwie Uganda Tier Quality Connection und ja. Da bietet sich Streaming aktuell nicht so an, aber vielleicht irgendwann später mal, wenn mein Internet mal besser ist oder mehr konsistent, wenn ich mein Setup hier internettechnisch mal wieder ein bisschen verbessert habe.
Vielleicht wenn ich LAN habe oder so. Ich will mir irgendwann auf jeden Fall mal LAN holen. Ich habe aktuell immer noch kein LAN. Ich habe so eine D-LAN-Verbindung im Keller bei uns aktuell. Und ich habe meinen PC im zweiten Stock. Ja, im zweiten Stock. Und ja. Ist nicht so die ideale Connection. Aber wir haben hier einen nice Train gerade, muss ich sagen. Das ist ein echt nicer Train. Ich bin versucht einfach mit der Wunderwaffe einfach so zack. Und dann den Train immer ein bisschen auszudünnen. Das ist immer sehr satisfying, mit der Wunderwaffe einfach so in so einen Train reinzuschießen. Ich weiß nicht. Hat einfach was. Wir sind schon bei 6000 Punkten. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine Waffe packen müssen, um ganz ehrlich zu sein. Aber wir machen es. Wir machen es einfach, denke ich mal. Am Ende der Runde, wenn wir es nicht machen. Oder machen wir es jetzt? Wir könnten es auch einfach jetzt machen. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir uns überhaupt noch mehr Perks holen sollen, um ehrlich zu sein. Double Tap ist tempting. Ja, Double Tap kostet nur 2000. Doch, ich glaube, das werden wir machen. Das ist der Plan. Wir werden den Trainer noch ein bisschen ausdünnen. Schmeißen wir kurz die Vespa hier schon mal rein. Zack. Laufen hier rüber. Ich glaube, wir sind eh schon am Ende der Runde so ziemlich angekommen. Holen uns die gepackte Vespa, die heißt jetzt Infernus. Die repacken wir gleich. Dann holen wir uns noch Double Tap und dann haben wir unser Setup. Hoffentlich kriegen wir nicht Turned als Repack, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Hoffentlich kriegen wir irgendwas Nices. Deadwire, Blast Turn, das ist mir echt wurscht. Eigentlich alles außer Turned. Turned ist irgendwie so ziemlich das blödeste Repack, was man kriegen kann. Blast Turn, das ist okay, das nehme ich. I take it. Ich, wie gesagt, am liebsten hätte ich wahrscheinlich Deadwire gehabt, einfach nur weil ich Deadwire irgendwie am liebsten mag. Ich finde sie irgendwie am satisfyingsten. Generell, ich finde die Wunderwaffe halt auch hart satisfying. So, wie viel kostet es, Ammo nachzukaufen damit? Würde mich noch interessieren. Die gepackepunchte Ammo nachzukaufen. Das gucken wir mal kurz. Ah ja, ich hätte da glaube ich hingucken müssen, damit das anzeigt. Hoppala, ich wollte gerade eigentlich durchsliden, aber es hat nicht ganz geklappt. Das kostet 4500, okay. So. Ja, mit einem nice Train, den wir aufgebaut haben, müssen wir mal reinballern, um Fettpunkte zu farmen. Oh, Hallöchen! Ja, es ist echt nicht schwer hier zu trainen, ich bin ganz ehrlich. Es ist echt nicht schwer. Aber I don't mind. Bin ich jetzt auch nicht so dramatisch. Ich enjoy einfach die Map. Ich enjoy die Map hier sehr, muss ich sagen. Wie gesagt, als Doom-Fanboy ist es nice zu sehen, dass Leute nicht nur in Doom, weil in Doom ist die Modding-Szene riesengroß. Da gibt es alles mögliche an Custom-Maps. Es gibt, glaube ich, sogar Doom-Z. Heißt die Mod, glaube ich. Das ist so eine Doom-Mod, mit der man den Zombie-Modus aus COD essentially in Doom spielen kann. Allerdings, das habe ich schon mal gespielt, die Mod, die ist extrem buggy, leider. Aber es ist schön zu sehen, dass Leute nicht nur Sachen in Doom reinmodden, sondern in Doom-Content auch in andere Spiele reinmodden, finde ich. Sehr nice auf jeden Fall. Mit Double Points, dass man noch ein bisschen Fettpunkte reinfarmen jetzt, ja. Die Nuke werde ich einfach abandonen, ist mir gerade egal, denn ich hole mir jetzt kurz Double Tap. Das werde ich mir jetzt noch holen. Die Wunderwaffe werden wir, wie gesagt, wahrscheinlich einfach gar nicht erst packen. Das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Wir haben hier schon ein ziemlich nice Setup. Es funktioniert gerade alles echt ganz gut. Läuft gerade. Wir haben einen nice Run hier am Start. Ich denke mal, das schaffen wir hier. Das Bible Ending zu erreichen. Aber Double Tap werde ich mir noch holen. Und jetzt, ab jetzt, farmen wir einfach nur noch Punkte fürs Bible Ending, denke ich mal. Das klingt smart. Weil wir, im Endeffekt haben wir jetzt hier unser Setup erreicht, denke ich mal. Ah, die Feuerrate ist sick. Das ist ein nice Feuerrate. Sehr satisfying. Ich bin versucht, noch ein paar Mal die Box zu spinnen, aber um ehrlich zu sein. Einfach nur um zu gucken, was da sonst noch so drin ist. Aber ja, ich weiß nicht. Eigentlich haben wir unser Setup. Deswegen. Ich weiß nicht. Ich denke, wir farmen einfach mal Punkte. Und versuchen, das Bible Ending zu erreichen. Die Map hier zu schaffen. Und tschüss. Die beiden haben wir down. Den haben wir down. Ja, aktuell killt die Waffe auch immer noch sehr schnell. In ihrer gepackten Form. Auch ohne Blast Furnace. Sehr nice. Und die Zombies spawnen ja auch echt schnell. Einfach nur, weil die sind überall Spawnpunkte. Da können sie kommen. Von da können sie erfinden. Ne, da können sie, glaube ich, tatsächlich nicht rauskommen. Ich glaube, das Fenster können sie nur reinklettern, aber nicht rausklettern. Hier können sie spawnen, da vorne. Also hier spawnen überall Zombies. Sie spawnen echt schnell. Und es geht echt schnell, hier den Train aufzubauen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr angenehm auch. Und es ist, wie gesagt, sehr leicht, hier auf der Map zu trainen. Also ich denke mal, wenn es hier auf der Map einen Rekord geben sollte für höchste erreichte Runde, kann ich mir gut vorstellen, dass der Rekord sehr, sehr hoch ist, einfach nur weil das Training echt nicht schwer ist. Und die Zombies schnell spawnen, also ich denke mal, das ist hier echt nicht schwer, ist hohe Runden zu erreichen. Das ist eine sehr spaßige Map, aber trotzdem auf jeden Fall. Was haben wir da? Double Points. I'll take it. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Zack, Double Points. Und jetzt wird hier hart Punkte, werden halt Punkte reingefarmt, sollte ich aber trotzdem aufpassen, was hinter mir passiert. Ja. Komm, schönes Line-Up, damit wir hier ein paar zusätzliche Punkte farmen können, indem wir mehrere Zombies auf einmal hätten. Nice, da hätten wir nochmal ein nice Line-Up. 10.000 Punkte schon, ich glaube, wir brauchen nur 30.000, wenn ich mich vorhin nicht verlesen habe. Das heißt, wir haben schon ein Drittel der Punkte erreicht.
Allerdings haben wir jetzt auch keine Infernus-Ammo mehr, also keine, wie heißt die Waffe, Vespa-Ammo. Ich bin versucht, neue Ammo zu kaufen, um ehrlich zu sein, und wir haben eh noch Unmengen an Wunderwaffen-Ammo. Also, nee. Nee, nee, wenn wir low sind und Wunderwaffen-Ammo, ich glaube, dann kaufen wir uns War-Weapon-Ammo, aber vorher sollten wir das nicht machen, denke ich mal, weil, warum sollten wir? Wenn wir wirklich fast keine Ammo mehr haben. Und wir haben eh in Plainsight, also, wir sind safe, müssen uns keine Sorgen machen. Selbst wenn wir keine Ammo mehr haben, können wir einfach in Plainsight poppen. Außerdem haben wir noch Quick Revive, also wir sind ziemlich safe gerade. Nee, nee. Oh, da ist ein Zombie direkt hinter mir gespawnt gerade. Ich habe mich gerade gewundert, warum laufe ich nicht weiter geradeaus nach hinten? Ja, stellt es heraus. Da war ein Zombie hinter mir. Ich frage mich, ob das Spawn-Limit für Zombies hier höher ist als 24, weil ich habe das Gefühl, es sind mehr als 24 Zombies, die mir hinterherlaufen eventuell. Da bin ich mir echt nicht sicher. Ich habe das Gefühl, es sind mehr als sonst. Es kann auch einfach daran liegen, dass ich die hier leichter sehen kann, weil es halt einfach so eine offene Area ist und den meisten, oder eigentlich in allen von den Default-Maps im Spiel, von den normalen und auch den DLC-Maps, da ist es, sind die meisten Areas halt nicht so offen. Es ist meistens ein bisschen challengender, auch einen guten Train aufzubauen. Aber hier sieht man es halt alle auf einmal. Da sind noch zwei. In den Train kann man nochmal reinballern. Die Wunderwaffe killt, glaube ich, eh nur 10 Zombies. Deswegen müssen wir eh nicht den perfekten Training aufbauen. Es reicht, wenn wir 10 Zombies haben. Das sind auch fast 10. Mit dem da sind es wahrscheinlich 10. Mit dem da auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man hier einfach im Kreis in dem Slime-Zeug läuft, hier in dem Grünen, ist man auch ziemlich safe, weil ich glaube, da drin spawnen halt keine Zombies. Man muss nur zwischendurch rausgehen. Logischerweise, weil man da drin Damage nimmt. Aber ansonsten, ich glaube, hier spawnen keine Zombies. Also hier ist auch ziemlich easy, einfach einen Train aufzubauen. Und halt auch hier drumherum, was ich halt die ganze Zeit mache. Ich laufe die ganze Zeit hier drumherum. Logischerweise. Und der Typ hier ist auch komplett am Chillen. Dieser Blick, dieser Blick. So, da spawnt einer. Wir haben leider immer noch keine Ammo. Kein Max Ammo gedroppt gekriegt, das wäre nice. Max Ammo und Double Points sind gerade die einzigen Drops, die mich wirklich interessieren. Und ein Nuke am Ende der Runde wäre natürlich auch ganz okay. Aber erst ganz am Ende der Runde. In der Runde bringt es ein Nuke nicht sehr viel. Sind schon 10. Vielleicht sind es schon 10, jetzt sind es glaube ich 10. Hoffentlich. Komm, drop irgendwelche nice Drops. Double Points will's. Absolut nice. Oder Max Ammo, wie gesagt. Das könnten jetzt schon fast wieder 10 zusammen sein. So. Nichts, schade. Schade, schade. Kommt noch mehr aus dem Mainraum da vorne. Da kommen richtig viele aus dem Mainraum. WTF. Okay, schön die hier nice und tight zusammensammeln und dann wieder reinballern. Nice und easy. Man kann echt nice runnen. Die Hälfte der Punkte haben wir schon. Ich bin gerade versucht, mir trotzdem einfach Ammo von der Wand zu kaufen, um ehrlich zu sein. Weil die Ammo ist zwar teuer, aber ich glaube, wir machen mehr Punkte Profit und als wir ausgeben müssen für die Ammo. Und vor allem die Wunderwaffe macht halt nur Punkte für Kills. Weil die Wunderwaffe halt kein. Ihr wisst, was ich meine. So, man kriegt halt immer nur die 50 Punkte für. Oh, man kriegt 10 Punkte. Jetzt aktiv. Hier gerade. Aber die Wunderwaffe ist halt hauptsächlich gut, um Zombies zu killen und nicht um, ja, um Punkte zu farmen. Das hier ist halt eher eine Punktefarmwaffe, hier die Vespa. Ja, komm, wir kaufen uns einfach Ammo. Wir kaufen uns einfach mal Ammo, why not? Wahrscheinlich droppt jetzt gleich ein Max-Ammo, aber jetzt werde ich dann einfach nicht instant aufsammeln, sondern erst möglichst viel von der Ammo hier verbrauchen. Ich hoffe auch einfach mal, dass die Vespa jetzt mehr als, keine Ahnung, 2 oder 3 Hits pro Zombie braucht, um ihn zu killen. Dann können wir nämlich richtig fette Punkte damit haben gleich. Das wäre ziemlich nice. So, da haben wir noch einen. Da haben wir schon wieder einen nicen Train. Können wir mal reinhalten, gucken, wie der mal schon machen. Ja, doch, die sterben immer noch recht schnell. Da haben wir Insta-Kill. Ah, ich bin mal gerade überlegen, ob ich Insta-Kill aufsammeln soll. Das macht eigentlich gerade. Ich glaube tatsächlich, ich will Insta-Kill aktuell nicht aufsammeln. Ich könnte zwar wegkneifen, aber es ist hier ein bisschen. Da ist Max-Ammo. Natürlich droppt jetzt Max-Ammo. Natürlich spielt. Are you kidding me? Mehr Ammo verbrauchen. Wir versuchen uns alles an Ammo zu verbrauchen, was geht. So, und jetzt sammeln wir es auf, denke ich mal. Jetzt gleich. Ja, jetzt sammeln wir es auf. Uiuiui. Die Deathmaschine will ich auch nicht haben. Ich will. Da ist die Deathmaschine, die will ich auch nicht haben. Die killt nämlich auch die Zombies mehr oder weniger instant. Wir benutzen jetzt lieber weiter unsere Vespa hier, einfach nur weil die nice, fett, schnell Punkte zusammenfarmt. Und das Carpenter wollen wir nicht. Wir wollen uns die Zombies schnell spawnen, damit wir schön schnell die Punkte zusammengefarmt kriegen. 19.000 Punkte haben wir schon jetzt. Sehr, sehr nice. 19.000 Punkte.
nach 18 Runden. Ich denke mal so um Runde 20, 21, vielleicht 22 sollten wir das haben, hier im Sack haben. Dann wiederum müssen wir noch ein paar Mal Ammo neu kaufen wahrscheinlich. Also ich weiß nicht genau, aber ja doch, ich denke mal in ein paar Runden haben wir es. Schön reinhalten hier. So. Nice. Könnte noch theoretisch sind mal einfach mal. Ich meine, wenn ich jetzt versuche, werde ich wahrscheinlich down gehen und dann werden wir scheitern, aber ich bin gerade echt erst einmal mit dem Gedanken zu spielen, ob wir vielleicht einfach in der anderen Area da vorne im Raum, also da, wo auch die Box gerade ist, ob wir in dem Raum vielleicht einfach trainen. Weil da könnte man auch trainen und das wäre irgendwie mal was zur Abwechslung. Da ist eine Nuke, die will ich aber nicht. Könnte man machen, ich weiß nicht. Aber wir haben eh die Punkte schon was zusammen, aber. Ne, ziehen wir es einfach durch. Holen wir uns hier den W, holen wir uns den Win. Da ist noch ein Max Ammo, sehr, sehr nice. Wir haben fast keine Munition mehr. Kommt also gerade rechtzeitig. Zack. Machen wir mit der Wunderwaffe kurz den restlichen Trainer killen. Switchen wir wieder zurück auf unsere Infernus. Und ballern die Zombies hier, die restlichen auch noch alle weg. 5000 Punkte noch. Dann haben wir es hier im Sack. Das Game, dann haben wir die Map geschafft. 4000 Punkte noch, ja, wir haben es fast. Ja, ich denke, wir schaffen es sogar noch vor Runde 20. Wenn, schaffen wir schon Runde 19. Das Einzige, was ich mir jetzt gerade noch wünschen würde, wären eventuell die Monkeys aus der Box. Diese Simple Monkeys, einfach nur um gefahrlos am Ende der nächsten Runde gleich einfach zum Exit zu rennen. Aber wir haben eh eine Wunderwaffe, deswegen sollte es eigentlich kein Problem darstellen. Wir können einfach, wenn uns irgendwas im Weg steht, einfach mit der Wunderwaffe reinballern und dann stirbt einfach eh alles. So, 4000 Punkte noch, 3600 um genau zu sein. Und dann haben wir das hier im Sack. Sehr nice. Ja, und wie gesagt, diese runden Endsounds finde ich auch sehr nice. Das sind wie gesagt alles originale Soundeffekte aus Doom. Ob das wirklich 1 zu 1 die Originalen sind, bin ich mir gerade aber extra gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, das sind leicht verbesserte, sag ich mal, wie die Texturen. Wie gesagt, das sind auch alles hier HD-Texturen, aber die HD-Texturen passen auch besser zu so einer gemodden Map COD-Zombie-Modus. Nur weil die Daten irgendwie bis die Grafik aus dem Original Doom, diese Pixel-Grafik, also diese komplett pixelige Grafik, halt, würde wahrscheinlich ein bisschen out of place sein hier im Zombie-Modus von Black Ops 3. Nur weil, logischerweise hat man ja auch nicht irgendwelche pixeligen Waffen, sondern halt Waffen durch 3D-Models und sowas. Im Gegensatz zu den Waffen im originalen Doom damals. Und damit hätten wir die Punkte schon zusammen. Aber wir können einfach in Plain Sight poppen, fällt mir immer auf. Damit kommen wir auch easily durch alle Zombies durch hier, falls irgendwas im Weg steht. Und ja, jetzt rennen wir einfach zum Exit und ich denke mal, dann haben wir das hier geschafft. So, ich pop's einfach mal in Plain Sight. Und dann haben wir das. Easy. Und da ist der Exit. Und damit haben wir 19 Runden überlebt, 500 Kills, 69.000 Punkte und damit haben wir es geschafft. Wir haben die Map abgeschlossen. Und gedauert hat es etwas mehr als eine halbe Stunde, 33 Minuten, um diese Map hier abzuschließen. Das ist mit Sicherheit kein Weltrekord. Aber es war eine nice Runde, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, mir zuzugucken beim Aufnehmen hiervon. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, sagt mir, wie ihr es fandet, was auch immer. Und lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr diesen Kanal halt supporten wollt. Es würde mich sehr freuen, Support ist hier immer gerne gesehen. Ich versuche meine Community aktuell wieder aufzubauen, denn die meisten Abonnenten sind leider inaktiv von den 3000 irgendwas Abonnenten, die ich aktuell habe. Und ja, ich hoffe, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Vielleicht im nächsten COD-Zombie-Modus-Video oder auch in einem anderen Video. Wie auch immer, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Fällt euch!